klar, der goldene Herbst ist jetzt angebrochen, beziehungsweise sind wir schon mittendrin, jetzt fast Mitte November. Die Temperaturen sind auch wirklich herrlich. Also das Wetter verwöhnt uns dieses Jahr wirklich sehr, sehr lange mit durchaus hängigen Temperaturen und aktiven Fischen. Wir sind jetzt gerade hier angekommen am Spot. Wir haben die Routen auf eine schöne Kante verteilt. Wir sind jetzt zu zweit hier, beziehungsweise mein Kameramann und ich. Deswegen fischen wir heute mit drei Routen. Also nicht, dass jetzt wieder irgendeiner schreit, hey, du fischst mit drei Routen und sagst dann halt, ja, mache ich, jedoch bin ich nicht alleine. Okay, also der erste Fisch hat sich jetzt schon gerollt auf der Kante, also ja, wir sind gespannt, was hier passiert. Die Tage werden jetzt natürlich deutlich kürzer, also es ist wirklich wenig Zeit, um ans Wasser zu kommen. Die letzte Zeit war ich ja immer füttern, aber allerdings nach der Arbeit, das heißt immer im Dunkeln. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, hier kann man so um die 50 bis 60 Meter weit mit der Warthose reinlaufen, bevor der in die Kante kommt, an der wir fischen. Also dort fällt es dann so mittlerweile von 1,5 Meter auf 3,5 Meter ab. Das ist eine feste Lehmkante und diese nehmen halt die Fische natürlich als Zugrute. Ne? Hier hinten ist ein sehr, sehr flaches Gebiet, wo sich die Fische oft im Frühjahr aufhalten oder aufgehalten haben. Allerdings, ja, wie es halt natürlich so immer ist, das Wasser verändert sich immer. Ein Hochwasser folgt dem nächsten und man weiß nie, was ist jetzt überhaupt hier noch am Fisch drin. Um das herauszufinden, sind wir jetzt hier. Wir sind jetzt schon mega gespannt auf die erste Nacht, jetzt in so einer Kurzsession. Muss natürlich alles akkurat und perfekt vorbereitet sein. Ne? Also die Bleie habe ich jetzt zusätzlich mit der Aminopaste ummantelt, um natürlich die Lockwirkung am Richtung Hakenköder wirklich sehr, sehr hoch zu halten. Gerade wenn wir jetzt nur schnell mal für eine Nacht da sind, ist wichtig, dass wir so viel Lockwirkung wie möglich am Spot haben. Und natürlich zum anderen bietet sich jetzt mittlerweile schon das PVA mit an. Ich habe jetzt hier schöne Amino-Pellets, die ich in dem Grill-Liquid getränkt habe. Also die sind richtig vollgesogen und machen jetzt unter Wasser richtig, richtig kräftig Druck. Womit beködert starten wir jetzt hier in die Nacht. Ja, als Hakenköder habe ich einen einzelnen 26 mm bzw. zwei Kombiködern aus einem halben The Grave Burley und einem halben The Force White Pop-Up. Also gerade die weißen Pop-Ups sind sehr, sehr richtig, richtig gut. Habe ich dieses Jahr schon viele Fische mitgefangen. Und dem anderen die Hookbait von The Force, welche mir auch dieses Jahr auch schon den einen oder anderen Fisch gebracht haben. Also ja, Optimismus ist jetzt hier spürbar vorhanden. Jetzt starten wir hier gleich mal in die Nacht. Ja, ihr seht jetzt erstmal, während ich hier schön warte, seht ihr erstmal die Sequenzen der letzten drei Monate. Es ist ja nicht viel passiert. Ich war viel unterwegs und aber vielleicht viel. Ich war ja Gott sei Dank auch am Wasser und recht doch den einen oder anderen Fisch konnte ich schon fangen. Also ich will mich nicht beklagen. Es ist natürlich immer beeindruckend, am Wasser zu sein, das erleben zu dürfen, diese einmaligen Atmosphären. Und ich bin schon gespannt, ja, was hier jetzt noch kommt. Ich beschäftige mich jetzt hier mal weiter mit dem PVA. Ne? Das ist jetzt nochmal alles für die Nacht vorzubereiten. Das ist gleich wieder neu bestückt nach einem Drill. Die Routen wieder ins Wasser kommen, also nach hoffentlich einem Drill. Gerade so die erste Nacht an unbekannten oder recht neuen Gewässern. Also unbekannt ist es nicht, aber hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ich war lange nicht mehr hier und ich freue mich, wenn ihr dann doch vielleicht mal einen Fisch vorbeischaut. Auf jeden Fall werdet ihr sehen und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, hier haben wir wunderschön Gras aus dem Strom. Boah, die
Fisch haben eine solche Kraft, ey. Wahnsinn. Das ist mal ein ganz anderer Beifang. Was anderes als eine Brasse oder sonst dergleichen. Ja, hier haben wir. Natürlich spannender Drill an der leichten Route. Auch mal eine gute Abwechslung auf dem Futterplatz. So, nach dem Waller am Morgen kam jetzt dieser wunderschöne Fisch. Jetzt mit dem Sonnenaufgang quasi. Also. Wow. Was für ein herrlicher Fisch hier am frühen Morgen. Ah, Wahnsinn. So, hier. So, hier haben wir jetzt den ersten Fisch der Session. Davor hat man schon, oder hatte ich schon kurz einen Lauf. Leider habe ich den nicht bekommen. Jetzt hier endlich dieser schöne Schuppi. So, jetzt im Oktober geht es natürlich auch hier in der Elbe nochmal richtig rund. Und bin gespannt, was hier die nächsten Stunden, was die Nacht und was der nächste Morgen bringt. So, hier haben wir den nächsten Fisch. Das ist der dritte Fisch in Folge. Ja, Wahnsinn. Genau so kann es weitergehen.